Herzlich willkommen zur 7. Folge von Zusi 3 zusammen mit Tobi. Moin moin! So, ihr könnt es hier auf dem Buchfahrplan, den Tobi natürlich wie immer nicht sehen kann, schon lesen. Wir fahren heute mit der S68 von Düsseldorf Hauptbahnhof nach Langenfeld und wieder zurück. Also, wir machen mal einen Umlauf hin und zurück diesmal. Ja, im Zug drin werden wir gleich den digitalen Buchfahrplan haben. Deswegen werde ich den nicht wegklicken, weil mir ist aufgefallen, im elektronischen Buchfahrplan, da sehe ich gar nicht, wie schnell ich auf dem Gegengleis fahren darf, was hier in diesen eckigen Klammern immer angegeben ist. Und deswegen schiebe ich mir den jetzt immer auf den zweiten Bildschirm rüber, einfach für den Fall, dass wir eine Gegengleisfahrt haben, dass ich nochmal nachschauen kann, ob da irgendwelche anderen Geschwindigkeiten für uns gelten, ne, als wenn wir auf dem Regelgleis fahren würden. Das nur so zur Info. Du hast doch gerade gesagt, dass der Regen jetzt gegen dein Fenster peitscht. Bei mir ist der Regen jetzt gerade erst angekommen. Ah, schön. Also solltet ihr irgendwas hören, die Richtung, ich glaube, mein Mikrofon soll es nicht aufzeichnen, aber der Regen peitscht gerade richtig krass gegen mein Fenster. Aber gut, Tobi wohnt 2 Kilometer oder so von mir entfernt. Schön, dass der Regen da jetzt auch angekommen ist. Ah, 1 Kilometer. Schön, dass der Regen da jetzt auch angekommen ist. Da ist ein Zug gespawnt. So, wir schalten direkt mal in den Nachtmodus um. Ich finde diesen Light Mode einfach nur, nee, ist nicht mein Fall. So, 21 haben wir Abfahrt hier in Düsseldorf Hauptbahnhof. Jo, dann können wir noch ein bisschen warten, weil wir sehen jetzt hier oben 17.20 Uhr haben wir es. Ach, hier haben wir auch noch eine schöne Uhr im Display drin stehen. Hammer, Hammer. Und hier haben wir auch noch eine Uhr im Display. Hammer. Deswegen, Hauptsache genug Uhren eingebaut, damit man noch immer sieht, dass man verspätet ist. Ja. Als wir auf der S6 gefahren sind, sind wir mit der Baureihe 422 gefahren, die hier auch tatsächlich fährt. Die 423, die fährt meines Wissens nach gar nicht hier in dem Netz, sondern hier auf der Linie fahren eigentlich überwiegend 420er, also die alten Olympiatriebwagen aus den 70er Jahren. Aber weil es die in Zusi noch nur als Deko-Fahrzeuge gibt und nicht als ausmodellierte Fahrzeuge mit Cockpit. Deswegen hat man sich dafür, also hat sich der Map-Bauer dafür entschieden, dass man hier mit 623ern stattdessen fährt, die ja bei der S-Bahn München ganz präsent sind. Das nur, falls jemand fragt. So, wir haben schon 21. Durch. Schon eine halbe Minute drüber. Sehr gut. So kann es ja losgehen. Dann würde ich sagen, fahren wir einmal los. Das ist auch so eine Regel, man muss immer verspätet fahren. Das ja, klar. So bei der Berufs- wir sind ja bei der Deutschen Bahn. So, 60 haben wir hier für die Ausfahrt. Nächste Station, Düsseldorf Volksgarten. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Volksgarten als ersten Halt. Lass mal über das Gleisvorfeld schlingern. Ich finde diese unabhängige Bewegung von der Zugnase zu den Schienen finde ich interessant, weil die Räder, die von dem Zug, das Gestell, woran die dran sind, die Fahrgestelle, die sind ja ein Stück hinter der Nase. Das heißt, die Nase schwingt manchmal bei Kurven so nochmal ein Stück drüber. Ja, ich finde das aus. Interessant. No. Ja, das wollte ich einfach nochmal loswerden. Ja. Eine Beamte. Und da haben wir ja auch schon Düsseldorf Volksgarten. Ohne dass ich je eine Hektometertafel gesehen habe. Aber gut, bei 60 km/h ist es nicht so schlimm, da kann man auch noch auf Sicht fahren. So, ich würde sagen, ich fahre vor, weil ich sehe kein Halteschild. So, ich fahre bis zu dem Vorsignal wieder Hola oder ein Stück drüber hinaus. Okay. Na gut, jetzt sehe ich das Signal da vorne, ja, dann ist ja alles in Ordnung. Geht ja nur darum, dass ich gegebenenfalls noch weiß, falls die Fahrzeitung doch plötzlich auf Rot umstellen sollte, aus Gründen, die mir nicht bekannt sind. Aber ich sehe ja vorne das Signal und wir haben Grün mit langsamer Fahrt erwarten. Na super. Warum wollt ihr mir jetzt langsam Fahrt aufdrücken wollen? Aber die Fahrdienstleiter wissen das schon.
Nur deshalb, weil die böse sind. Ja, oder die würden mich ärgern, das ist natürlich auch eine Option. Das ist natürlich auch immer eine berechtigte Option. So. 70, sagt mir der elektronische Buchfahrplan, dürfen wir jetzt fahren. Dann werde ich das auch tun, ne? Aber ich lese ja auch nichts mit Ausfahrt, mit Einfahrt irgendwas höher. Also sind das wirklich 40 km/h, die dann für uns gelten, ne? Super, jetzt habe ich fast vergessen zu bestätigen. Aber noch fast. Keine Zwangsbremsung. Ja, ich bin schon bei 80. Diese Konzentration heute. Schweinerei. Nächste Station, Düsseldorf, Oberbilk. Langsam. Richtung Solingen, bitte in die Linie S1 umsteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Vorsignal wiederholt, das Hauptsignal ist ausgeschalten. Das sehen wir daran, dass da nur ein weißer Punkt leuchtet. Da vorne wird es schon Oberbilk. Als nächsten Halt. Ich tast mich hier so ran. 50. Natürlich, wie ihr es auch gewohnt seid, gibt es hier Ansagen wieder dazu. Selbst eingesprochen, die sind im Spiel nicht dabei. Das ist einfach, damit es ein bisschen mehr Pep hat. Die ganze Simulation hier. Ach, hier steht es, dass wir doch 60 haben. Warum stand es beim Vorsignal nicht dazu? Dass sie langsam fort 60 sind. Naja. Wenn wir jetzt hier einmal ein Gleis nach links rüber geschubst. Nach rechts rüber geschubst. So, wir haben es 25. 25 Euro abfahren. Eine halbe Minute Verspätung, die bleibt drinne. Aber gut. Wegen einer halben Minute soll es weitergehen. Ist nicht so schlimm noch. So, gucken wir oben auf das rote Männchen, wann das verschwendet. Und dann kann ich die Türen schließen. Vielleicht in der Realität würde ich jetzt aus dem Fenster schauen. Habe ich ja in TSB 2 auch immer gemacht damals. Aber das geht hier in Susi halt eben nicht. So, 60. Wenn wir dann hier über die Weiche drüber sind, haben wir 100 km/h. Nächster ist dann Eller Süd bei 33,5. Ah, ich korrigiere 140, haben wir dann sogar schon direkt. Ich muss echt sagen, ich bin echt schlecht im Zuglänge einschätzen, aber okay, wir sind drüber über die Weiche. Also kann ich jetzt Vollstoff geben auf die 140. So, auf der neuen Strecke sollten wir jetzt schon sein, das heißt 33,5. Ah, da haben wir schon die Hektometertafel mit 35,2. Ah, wahrscheinlich Hektometertafel für mehrere Strecken, die hier rumhängen. Muss mal schauen, welche seine ist. So, 35,0, 33,5. Also kann ich noch einen halben Kilometer rauschen, ne? Bis ich bremsen muss. Das klingt doch super. Whee. Sonst haben wir sogar 160, aber unser Zug ist noch für 140 zugelassen, deswegen nächste 160 Station, egal sein. Düsseldorf, Eller Süd. Ausstieg Damm oder so, dass die Gleise so abgestuft sind. Hm? Die Gleise sind ja hier auf verschiedenen Ebenen gerade gewesen. Ja. Das ist hier ein Damm oder so? Wahrscheinlich. Naja. Ne? Ja, je nachdem, einfach für höhenfreie Kreuzungen. Ist einfach ganz praktisch, wenn man da einige Gleise dann hoch auf Dämme legt und dann über Brücken über die anderen führt. Also wenn man da dann über Weichen, dass man die ganzen Gleise kreuzen muss und dann alles blockiert. Außer noch Signalsystem dafür. Ist natürlich halt in der Konstruktion dann teurer, aber betriebstechnisch ein Segen. Also, das ist ja. Naja. Der Ausstieg an den ersten zwei Türen wird nicht empfohlen. Er könnte sich ein bisschen problematisch gestalten. Also in der zweiten Tür geht es vielleicht noch mit einem Sprung zur Seite dann, aber... Nicht barrierefrei. Nee, das eindeutig nicht. So, Türen zu. Und dann haben wir bei 30,9 haben wir Reißholz.
30. Nein, da habe ich noch ein bisschen was zu fahren. Reisholz, das ist ein Ort. Düsseldorf-Reisholz. Das ist ein Stadtteil von Düsseldorf, ne? Ich lasse ganz nur Düsseldorf weg, weil ich zu faul bin, das auch noch zu sagen. So ortsnah, wie entstehen die? Das ist doch... Also, es muss ja irgendwer daherkommen und sagen, hey, ich gründ jetzt hier Reisholz. Also, wie kommt sowas? Ja, häufig entwickeln sich Ortsnamen ja auch, also... Ja, klar. Und die entstehen ja durch die unterschiedlichsten Sachen, weil du irgendwie brauchst du eine Bezeichnung für einen Ort und deswegen überlegen sich dann Leute irgendwas. Und zum Beispiel auch gibt's bei uns im Harz nicht irgendwie auch Elend und... Noch eins. Also zum Beispiel bei uns in der Region sind ja auch viele Namen, Ortsnamen aus dem Slawischen halt eben. Nächste Station. Und die dann einfach dann irgendwie eingedeutscht wurden von den Leuten. Ausstieg, Infahrt, Richtung rechts. Haben. Und in anderen Sprachen dann, also in slawischen Sprachen dann mal eine Bedeutung hatte. Und das ist eine sehr späte Bremsung, weil ich auf Tobio nicht auf die Bremsung geachtet habe. Also echt mal. Was fällt dir ein? Mir zuzuhören. Mann. Na genau, hier ist Elend. Also Elend, das ist wirklich ein Ort. Ich glaube, so kann ich niemanden aussteigen lassen. Ja. Ich glaube, da muss ich da gleich mal illegalerweise ohne Absprache mit der Fahrdienstleitung Rückwärtsgang einlegen. Ey, was machst denn du? Konzentrier dich doch mal auf deinen Zug. Und dann einfach mal bisschen rangieren. Ja, ich bin komplett über den Bahnsteig hinausgeschossen. Dann rangieren wir mal. Ich wechsle dafür jetzt nicht das Cockpit, weil ich muss jetzt an die andere Seite vom Zug rübergehen. Das ist echt. Und ich gucke hier einfach aus dem Fenster raus. Oder wenn ich so rangiere, müsste ich hinten jemanden haben, der hinten steht und mir per Funk sagt, ob ich noch fahren kann oder nicht. Aber ich mache es einfach mal illegalerweise so kurz so. In der Realität. Ich muss eben mit der Fahrzeitung jetzt absprechen, dass ich auf die andere Seite rübergehe und dann den Zug zurücksetze, oder ich muss den Halt auslassen. Aber ja, deswegen kein Vorbild an mir nehmen, das ist illegal, was ich gerade mache. Ich finde diesen zweiten Ort nicht mehr, der auch so einen Namen hatte. Mist. Naja. So, problematisch ist jetzt nur, dass das Signal bereits auf Rot umgesprungen ist hier. Also wenn ich gleich die nächste illegale Aktion mache und mit der PZB-Befehl-Taste illegalerweise über dieses rote Signal drüber fahre. Ich glaube, das gibt 0% Punkte. Ich werde mit dem Spiel so hart abgestraft werden. Das ist jetzt schon. Zu Recht. Ja, das nur, weil ich dir zugearbeitet habe. Warte, ich habe noch Rückwärtsgang drin. Ihr seht, da ist der Profi am Werk. Ja, sowas von. Die nachfolgenden Signale sollten ja grün sein. Sollten. So, Benrad bei Kilometer 28,5. Na, hier ist schon mal grün gewesen. Und hier das Vorsignal ist auch grün. Siehst du, sind alle grün. Nur weil ich schon drüber gefahren bin, hat der Gleiskontakt gedacht, ich wäre weg und hat deswegen auf Rot umgestellt. Signal. Jetzt einfach so 28,5. Sind hier die Hektometertafeln? Wo versteckt euch da drüben? 30,0? Die Hektometertafeln, das sind die Kilometertafeln, oder? Ja, hier sind Hektometertafeln tatsächlich. Aber ja, Kilometertafel können die meisten, glaube ich, mehr anfangen. 28,5. Das ist die nächste Station. Düsseldorf, ja, 29,4 war gerade. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wir müssen Kilometer vorher bremsen. Jetzt habe ich bei 29,5 angefangen zu bremsen gerade.
kommt jetzt der Bahnsteig. Mit der 80 komme ich rein. Uiuiui. Und ich werde es noch schaffen, aber war ein bisschen schnell die Einfahrt, den Bahnsteig hier. Was willst du hier noch schaffen? Stehen. Zum Stehen kommen. Kann ich festhalten, dass ich ein bisschen aus der Übung bin? Ja. Es ist schon eine Weile her, dass ich... Also ich habe es auch seit der letzten Folge auch mal wieder ein bisschen zwischendurch gespielt, aber... Irgendwie läuft das... Also es macht immer einen Unterschied, ob man so spielt oder ob man mit Folge spielt, wenn man da noch die ganze Zeit rumredet und natürlich dann weniger sich konzentriert auf das Eigentliche. Und ich dich mit irgendwelchen Mist zu labern. Deswegen auf Fahren mit, gleichzeitig noch auf Kommentieren und Tobi zuhören als Mögliche, darauf bin ich nicht mehr ausreichend. Ihr wisst, was ich meine. So, 26.1 ist Garat. Also muss ich bei 27.1 bremsen. Habe ich noch einen Kilometer. Aber da kann ich mich auch erinnern, dass hier die S-Bahn-Halte so alle ungefähr um 2 Kilometer Abstand waren. Also überlegt 28,5, 26,1, naja, sind ja 2 Kilometer ungefähr vom Abstand her. So, dann sehen wir auch schon da vorne im elektronischen Buchfahrplan Langenfeld, was unsere Endstation ist. Weil wir sind nur eine Verstärker-S-Bahn-Linie, die S68, die nur zur Hauptverkehrszeit früh und abends fährt. Und halt eben hier die S6 auf diesem Abschnitt unterstützt. Und ich glaube, die fährt noch bis Wuppertal, unterstützt da dann die S8, Richtung S68 halt eben. Und unterstützt halt eben hier die S6 auf dem Abschnitt zwischen Düsseldorf und Langenfeld auf einen dichteren Takt. Deswegen fahren wir auch nur bis Langenfeld und dann geht es direkt wieder zurück für uns nach Düsseldorf. Irgendwie habe ich diese angewohnt, dass ich dann irgendwann denke, so, jetzt bin ich aber schon recht langsam, wenn die Bremse so ein Stück weit löse und sie dann wieder anziehe, weil ich denke so, soll das bremsen? Aber ich habe es dann zu lange gelöst. Ich sollte, glaube ich, einfach durchgängig einfach stark bremsen und wenn ich am Ende merke, okay, jetzt werde ich viel zu langsam, dass ich dann einfach löse und dann einfach mit viel zu langsam weiterrolle. Also ich mit doch zu schnell weiterrolle. Das ist so eine doofe Angewohnheit. Schwierig, ne? So, was hat denn Verspätung? Plus 1 haben wir. Okay, bei 36 sollten wir hier sein, wir haben 37. Na gut, plus 1 ist noch. Kann man machen. Muss man nicht, aber kann man machen. So, Hellerhof bei 24,7. Um Gottes Willen. Das sind ja nicht mal 2 Kilometer. Kann ja nicht mal richtig beschleunigen. 24,7, da muss ich ja in 200 Metern bremsen, 100 Metern. Oder einfach weniger beschleunigen. Ja klar, das auch. Nächste Station, Düsseldorf-Hellerhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich rolle jetzt einfach mit den 80 noch ein Stück weiter. Wenn ich noch 80 war, statt 140, dann kann ich ein bisschen später bremsen. Was in dem 1 Kilometer, das mache ich eigentlich nur bei Geschwindigkeiten von größer gleich 100 km/h. Also was darunter ist, das kann man, da reicht auch ein halber Kilometer oder ein bisschen über einen halben Kilometer aus. Wird Pascal es schaffen, einen Halt ordentlich zu treffen? Ich bin ja nur noch bei 50 km/h. Ich bin ja vorhin letzten Mal, bei mal mit 80 in den Bahnsteig reingefahren, jetzt bin ich mit 50 hier reingefahren in den Bahnsteig, also.
Guck mal. Das war ein Bilderbuch. Ja, Pascal schafft es mal. Ja, mal muss ich schaffen. Aber nur wenn die Strecke so kurz ist, dass er nicht beschleunigen kann. Ja, und ich einfach nur 80 fahre, obwohl 140 erlaubt sind. Naja. So, Hellerhof bei 24,7. Ist der nächste Halt. Nee, Hellerhof bei 24,7 sind wir aktuell. Ach, der Ebola ist stehen geblieben. Der elektronische Buchfahrplan. Okay, der nächste hat das Langenfeld-Berghausen bei 22,7. Okay, es kann gleich sein, dass ich dann manuell durch den Ebola schalten muss, wenn der sich nicht mehr einkriegt. Weil eigentlich läuft er über GPS-Ortung, aber wenn der irgendwie hängen geblieben ist, dann, ja. Und der sagt, wir sind immer noch in Düsseldorf-Garath. Wo wir schon links nicht mehr sind. Und ein ICE 1 oder 2. ICE 2 ist das. Kennt man daran, dass er so kurz ist, dass der zweite Triebkopf hinten, ne, dass der auch Sitzplätze drin hat. Am IC1 sind ja beide Triebköpfe komplett nur mit Motorraum vollgestellt. Hier fährt zum Beispiel eine 420, so ein Olympia-Triebwagen. Ich meine, der eigentlich hier drauf fährt. Der ist hier. Deswegen, also die KI-Fahrten sind doch alle mit dem, nur die tatsächlichen Fahrten, die man selber fährt, die erleben nicht. So, 24,7 ist der Halt. Nächste Station, Langenfeld, Berghausen. Also 900 Meter Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ein Kilometer, 900 Meter vorher. Das war das Gleiche. So, und jetzt nicht locker lassen, weil ich denke, hoch, wir sind ja schon auf 80 runter. Und es fühlt sich so langsam an. Nein. Okay, jetzt wird es ein bisschen. Also, mit unter 60 muss man eigentlich nicht in den Bahnsteig reinfahren. Ja, aber ich habe gerade mit voller Bremskraft vor der Notbremsung gebremst. Das ist natürlich auch nicht nötig bei so einem S-Bahn-Triebwagen mit so einer starken Bremsung. Und bei auch nur in Anführungszeichen 140 km/h. Eigentlich ist der Kilometer Bremsweg ja für 160 km/h angedacht. Ich hätte eigentlich schon Halteschild vorne halten müssen, aber jetzt ist auch egal. Bisschen zu früh gehalten. Ja, guck mal. Okay, halten wir fest, der Ebola ist nicht hängen geblieben. Der hängt nun halt, der jetzt denkt, wir sind in Hellerhof. Aber wir sind ja nicht bei 24. Was sind wir bei 24,7? Wo sind wir jetzt gerade? Ich habe nicht aufgepasst, wo wir auch für die Kilometerschilder. Sind wir erst bei Hellerhof? Nee, da stand doch Langenfeld-Berghausen am. Ich muss gleich mal auf die nächste Hektometertafel gucken. Kannst auch auf, wenn es hieß, das Bahnhofsschild. Ja, ich bin mir ja schon gerade Langenfeld-Berghausen auf dem Schild. Dann Ebola sagt, dass wir jetzt in Hellerhof sind. Jetzt bin ich verwirrt. Wenn wir jetzt in Hellerhof wären, dann hätte ich auch 4 Minuten Verspätung statt einer Minute Verspätung. Weil dieses Ebola verwirrt, weil du einmal zurückgefahren bist. Ja, das kann auch sein. Bei 22,4, das spricht für Langenfeld-Berghausen. So, und bei 20,7 ist Langenfeld. So, das heißt, bei 21,7 ist Bremsen angesagt. Das ist ja auch schon wieder gleich. 300 Meter, da vorne haben wir auch schon das Endfahrsignal, was uns natürlich ein gelbes Signal gibt. Ist ja logisch. Nächste Station. Langenfeld, Richtung Monheim-Zentrum, bitte in den Bus umsteigen. Diese Zugfahrt endet dort. Wir wollen auch nicht weiterfahren. Alle Fahrgäste auszusteigen. Brauchen noch auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ihre S-Bahn rein. Auf das Abstellgleis. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und Rangiersignalen. Das sind wir auch schon in Bahnsteig. Dann kommen wir jetzt in Langenfeld hier an mit einer Verspätung von 43 sollen wir da sein, sind wir 44 da und 45 sollen wir in die Abstellung.
losfahren. Gut, noch haben wir Rot, auch keine Rangiersignalfreigabe. Aber gut, wir sollen ja erst 45 losfahren, also brauchen wir die auch noch nicht. Na, guck mal, jetzt haben wir Rangiersignalfreigabe. Und jetzt ist auch die zweite rote Lampe weggegangen. Weil... ich weiß nicht, wer sich mein Signal-Tutorial-Video angesehen hat, aber es gibt ja tatsächlich einen Unterschied zwischen einer roten Lampe und zwei roten Lampen, ne? Noch in der Praxisanwendung, in der Theorie nicht mehr, in der Praxisanwendung aber schon. Mittlerweile arbeitet man nur mit einem roten Licht, aber früher war es so, dass zwei rote Lichter bedeutet haben, dass es halt für alle Durchgangsfahrten als auch für alle Rangierfahrten, also nur ein rotes Licht und dazu das Rangiersignal war, halt für alle Durchgangsfahrten, aber Fahrt für alle Rangierfahrten. Deswegen, ja. Aber in der Praxis hat noch Anwendung, in der Theorie eigentlich nicht mehr. Weil es doppelt gemoppelt. Wenn kein Rangiersignal da ist, dann darf einfach auch keine Rangierfahrt fahren. Ganz einfach. So, da haben wir eine S6, die jetzt hier fährt. So, wir machen alles zu. Und dann geht es jetzt legalerweise über ein rotes Signal drüber. Aber wir haben nur... restriktiver Modus mit 500 Hertz zu machen, also 20 km/h haben wir nur, die wir fahren dürfen. Das heißt, wir schleichen noch mit 20 km/h hier hinten auf das Abstellgleis. So, jetzt sind 500 Hertz weg, jetzt könnten wir auf 40 km/h hochgehen. Das ist aber eigentlich auch nicht nötig. So, Tobi, hast du Lust, mit dem Prellbock Bekanntschaft zu machen oder soll ich schon vorher bremsen? Ich würde vorher bremsen. Wenn du das natürlich nicht schaffst, dann... eine Bremsung bei 30 km/h, die könnte schwierig werden. Ah ja. Gut, jetzt werde ich nicht in den anderen. Jetzt werde ich nicht an den anderen Führerstand rüber gebeamt. Musst du selber latschen. Nee, das kann ich ja nicht mal. Stimmt, das war ja. War ja das andere Spiel. Eigentlich werde ich automatisch in den anderen Führerstand rüber gebeamt. Muss ich noch ein Stück ranfahren im Prellbock. War nicht nah genug dran gefahren. So. Jetzt lädt der Ebola hier einmal neu. Mal sehen, ob er es jetzt hinbekommt, mich richtig zu orten. Oder ob er mich weiterhin falsch ortet. Und dann, so, wenn er einmal nach vorne gesprungen ist, dann sehe ich, ich soll... ja, jetzt erscheint... passt richtig zu sein. Langenfeld soll ich 55 einfahren. Also würde ich sagen, spulen wir mal ein bisschen die Zeit vor. Bis es 55 ist. Bis wir grün bekommen, dann würde ich aber schon mal einfahren. Damit wir dann pünktlich 56 abfahren können. Da kam ein RRX, mit dem sind wir in der letzten Folge ja gefahren. Da kommt noch ein RRX. So, Weiche liegt schon mal richtig. Die haben sie schon gestellt. Aber Fahrt kriegen wir noch nicht. Über das Rangiersignal hier. Jetzt haben wir Fahrt über das Rangiersignal. Dann würde ich einfach auch direkt losfahren. So, restriktiver Modus heißt einfach mal drinne. Einfach noch als Kontrollinstanz dafür, dass ich auch nicht über 40 km/h komme. Weil mehr als 40 km/h darf ich ja eh nicht fahren, weil ich als Rangierfahrt gerade unterwegs bin. Deswegen, und wenn ich mehr als 40 fahren würde, würde ich auch eine Zwangsbremsung bekommen. Deswegen einfach nur als Sicherheitsinstanz drin lassen. Ist so eine Angewohnheit von mir, die ich so jetzt entwickelt habe, dass ich bei Rangierfahrten einfach immer einfach drin lassen, den restriktiven Modus. Abgesehen davon, weil wenn man sich aus dem auch befreit und dann über ein rotes Signal drüber fahren möchte, dann... auch wenn man es als Rangierfahrt darf, kriegt man trotzdem vorne 500 Hertz Überwachung und somit auch eine Zwangsbremsung, wenn man sich befreit hat. Deswegen ist das sehr nervig.
weiß gar nicht, wie das in der Eisenbahnvorschrift, also oder wie das empfohlen wird, oder wie es in der Realität gemacht wird, wo man das dazu auch drin lässt, den restriktiven Modus, als Sicherheitseinrichtung noch, dafür, dass man nicht zu schnell fährt, aber ich finde es ganz sinnvoll, das so zu machen. So, dann würde ich sagen, spule ich mal wieder ein bisschen vor. Bei 56 sollen wir erst losfahren. Da kommt die S6 in die Gegenrichtung. Da haben wir einen Intercity. Und da haben wir unseren Fahrtbegriff. Na, ein bisschen Vorsprung kann ich ja noch. Sag mal 55. So. Jetzt. Würde ich sagen, Türen zu. Und dann schaue ich mich mal, wie ich mich jetzt rückzus mit dem Halten anstelle. Was meinst du, Tobi? Werde ich besser oder schlechter sein? Ich denke, dass du besser bist. Na gut, ich meine, du hast dich ja jetzt schon ein bisschen gebessert. Du, die andere Frage wäre, ist noch schlechter überhaupt möglich? Ja. Du kannst zum Beispiel auch einfach halt auslassen, aus Versehen. Einfach durchfahren, ohne vorgebremst zu haben. Ja. Ist natürlich auch eine Option. So, das hast du aber, glaube ich, auch schon mal geschafft. Ich glaube, habe ich schon mal geschafft. 22,7 ist der nächste Halt. Da wieder ein Intercity mit einer 101. Eine aussterbende Art. 22,7. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt wird der Hochzug gezählt. Sie aufpassen. Ich habe mich vorhin gewundert, dass es runterzug gezählt nächste wird. Nächste Station. Langenfeld, Berghaus. Wäre auch sinnlos, Ausstieg, wenn die entgegengesetzt gezählt werden. Also, dass man immer mit hochzählt, weil wenn man die Strecke verlängert, dann müsste man die Schilder alle neu die Strecke hat irgendwo ihren Anfang und Seite. Geht dann irgendwo lang. Deswegen. Man spricht ja auch von Streckenkilometer direkt. Weil anhand des Kilometers kann auch direkt ausgemacht werden. Zum Beispiel, wenn dann auch irgendwie ist mit hier Unfall am Bahnübergang bei Kilometer sowieso. Dann wissen auch alle, wo es genau ist. Und dann muss man nicht noch fragen, ja, welches Richtungsgleis denn? Weil die Kilometrierung in jedem Richtungsgleis der andere ist. Das wäre viel zu umständlich und viel zu nervig. Deswegen muss man sich auch daran gewöhnen, dass man in die eine Richtung abwärts zählt, in die andere Richtung aufwärts zählt halt eben. Und hier ist jetzt gerade aufwärts zählen. Ich jetzt gerade nur kurz verwirrt war, weil ich mein Gehirn umstellen musste. Von abwärts auf aufwärts zählen. So, aber jetzt läuft's Ebola wieder richtig. Es hat sich eingekriegt. Jetzt sagt es auch so auch, dass wir in Langenfeld-Berghausen sind. Ich finde irgendwie diesen Spitznamen. Ein bisschen. Was? Doof. Ebola. Ein elektronischer Bufferplan. Es wird in der Eisenbahn wird alles abgekürzt. Ich bin noch kein Triebfahrzeug. Ich bin noch kein Triebfahrzeug. Macht ja auch Sinn, aber ich bin ja aktuell halt ein TF. Das ist auch keine das ist auch nicht die Fahrdienstleitung, das macht, das ist der FDL, der die ganzen Sachen stellt. Achso, nee, warte mal. 59 ist abgefahren. Boah, ja, wir haben ja Verfrühung des Todes hier. Meine Güte. Hast du doch mal halt ausgelassen. Dass ich das nochmal erleben darf. Ja, guck mal, wir haben schon Dämmerungsstimmung hier, du. Ist ja unglaublich. Einfach in der Dämmerung unterwegs. So, jetzt darf ich aber schließen. Ich sagte schließen. Gut, ich habe die falsche Taste wahrscheinlich gerade gedrückt. So. Und auf geht's weiter nach Düsseldorf-Hellerhof bei 24,7. Also exakt 2 Kilometer. Das ist auch ein riesiger Logistikpark hier. Überall irgendwelche Werkshallen und Logistikunternehmen. Da haben wir schon das Umspannwerk. S-Bahn gegen Richtung. Und hier ist unser Punkt, wo wir bremsen sollten. Nächste Station, Düsseldorf-Hellerhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, mal sehen, wie gut jetzt diese Bremsung läuft. Auf jeden Fall läuft der Schmerz stark.
Serie noch 500 Meter haben und ich schon bei unter 80 km/h geführt bin. Und ein ICE 3. Ja, ICE 3. Oder ICT? Nee, ich glaube, es war ein ICE 3. Das war ein ICE. Aber ICE 3 hat ja diese ganz, ganz flache Schnauze und beim ICT ist die ja nicht so flach. Das ist ja mehr spitz. Ich würde einfach festhalten, es war ein ICE. Das auf jeden Fall. Mit dem Baujahr 2000. Beziehungsweise mit dem Ersteinsatzjahr 2000, weil ICT und ICE 3 wurden beide im Jahr 2000 erstmals eingesetzt. Deswegen. So, 18.01 Uhr. Boah, pünktlich wieder im Auto. Kannst du dir das vorstellen? Ich weiß nicht, wie pünktlich Maurer sind. Sprichwörtlich sind sie auf jeden Fall pünktlich. So, Garat 26.1. Oh Gott, er sagt, das war dieser Abschnitt, wo du nicht mal beschleunigen durftest. Weil du gleich schon da bremsen musst. 26.1. Das heißt, ich darf in 100 Metern theoretisch wieder bremsen. Nächste Station, Düsseldorf-Garat. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Die beiden Gleise rechts von dir. Die beiden Gleise rechts von dir, das sind schnell Hochgeschwindigkeitsgleise, oder? Da fahren die Regionalbahn und die Fernbahn. Während das hier die beiden S-Bahn-Gleise sind. Aber die da drüben sind auch komplett überlastet, also. Die wollen auch an ganz vielen Stellen in NRW im Zuge des RRX-Projekts ja auch viel ausbauen. Zum Beispiel auf der Strecke von Köln nach Düsseldorf sollen noch zwei weitere Gleise dazukommen, dass der einfach die Regionalexpresse zwei Gleise haben und die Fernzüge auch zwei Gleise haben. Was häufig ist, dass verspätete Fernzüge tatsächlich dann die Regionalexpresszüge ausbremsen. Was natürlich nervig ist. So, Stückel drüber gefahren. Naja, erste Tür. Ich habe auch schon mit meinem Reden kaschiert, dass ich zu weit gefahren bin. So. Oh, pünktlich sind wir trotzdem. So. Alles raus, alles rein. Was eigentlich hier bei dem, nee, bei dem S-Bahn-Wagen konnte man auch nicht hinten in den Innenraum gehen. Ich weiß, es gab irgendeinen von diesen S-Bahn-Triebwagen, wo man hinten in den Innenraum gehen konnte. Ich glaube, das hatte ich bei der S6-Fahrt damals auch ausprobiert, aber das ging es auch nicht. Da war sogar der Innenraum in der Passagierraum ausprobiert, da konnte man sich sogar da hinstellen und anschauen, wie das da drin aussieht. Hm. 28.5 haben wir Benrad. So, dann rauschen wir mal dem Sonnenuntergang entgegen, würde ich sagen. Das ist nur 28.5, das heißt, bei 27.5 kommt die Bremse. Und bis 27.5 haben wir noch Platz. Das sieht auch gut aus. Noch 500 Meter muss ich bremsen, wo sollte. So, sind wir schon bei den 140 km/h. Dann kann ich auch schon mal bremsen. Nächste Station, Düsseldorf-Benrad. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Oh, ich muss sagen, jetzt rückzus läuft es doch wie am Schnürchen. Gut, jetzt gerade mal die eine Tür zu weit, aber ja, kann man mal. Geht mal. Das geht schon, das geht schon. So, dann hier Benrad ist auch Haltepunkt für die Regionalexpresszüge. Die nehmen die auch hier im Bahnsteig. Bin ja auch gespannt, wie das am Ende dem RRX-Netz wird, wenn das am Ende umgesetzt ist. Da
aktuell. Das ist ja nur so zu so einem kleinen Teil umgesetzt worden. Das sollen irgendwann ja mal eine gute Handvoll Linien werden. Die überall schnell durch NRW und das Umland rollen. Was ich auch interessant finde. Das ursprünglich war das ja National Express aus Großbritannien unter dem Abellio Abellio halt eben. Und die Abellio-Tochter, die halt eben hier das Ganze betrieben hat, ist pleite gegangen. Also es war ja so, die Linien RX1 und RX11, die wurden von Abellio betrieben, der Rest von National Express. In der letzten Folge sind wir auch mit dem RX1 gefahren. Und die werden jetzt auch von National Express, wurden die halt eben dann notfallmäßig übernommen, halt eben. Damit die Züge nicht ausfallen. Deswegen gehört der gesamte RX mittlerweile jetzt National Express. So, auch hatte ich mich dann nach der letzten Folge hatte ich mich dazu noch ein bisschen belesen zu dem RX-Projekt da. Was alles ganz, ganz interessant ist. Wo ich auch gespannt bin, wie der Verkehr dann hier in NRW dadurch besser wird. So, nächstes ist Reisholz bei 31,0, also kann ich noch einen Kilometer beschleunigen. Sehr gut. So, sieht ja ein bisschen so ländlich aus hier, wo wir eigentlich theoretisch in Düsseldorf sind, aber ich habe das mal auf der Karte angeschaut auf Google Maps und da hat man gesehen, dass es so wie so Vororte sind, durch die wir gerade durchfahren von Düsseldorf. Dass sie noch nicht richtig im Ballungsgebiet, also im Stadtgebiet drin liegen, sondern wie so Vororte halt drin sind. Kilometer 31 und hier mal 30 Euro. Nächste Station, Düsseldorf, Reisholz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Links keine Hektometertafeln waren. Ja. Sind hier noch die Besonderheit Außenbahnsteige. Sind hier in der Strecke auch einmalig. Aber hier gibt es ja ausnahmsweise mal. Na ja gut, Leverkusen mit hat noch einen Außenbahnsteig, aber da ist ja auch nur ein einziges Gleis. Was übrigens auch zweigleisig ausbauen will oder es auch schon gemacht hat, weiß ich gar nicht. Aber einfach um da den Engpass für die S-Bahnen zu vermeiden. Schwierig. Nur war der Bahnsteig mal länger, der hätte ich noch perfekt gehalten. Aber früher ist halt eben nicht heute. Heute ist hier alles mit Gras bewachsen. Naja, die ersten drei Türen, die müssen da irgendwie hier mit einem guten Schritt aussteigen und dann am Zaun vorbei sich quetschen und drüber laufen. I'm sorry. Also Barrierefreiheit ist das mal wieder nicht, ja. Ja, ich glaube, wer mit mir barrierefrei reisen möchte, sollte nicht in den ersten Waggon einsteigen. Nee. Da kann ich nichts garantieren im ersten Waggon. Dann musst du immer so, wenn du irgendwo Zug fahren willst, dann bringst du immer so ein Schild mit, so eine Leuchtreklame. Nicht einsteigen, wenn du ordentlich aussteigen willst. Ja gut, die Züge hier sind ja auch durchgängig begehbar. Das heißt, dann musst du halt einfach in den zweiten Waggon laufen. Ne? Wenn du am ersten nicht aussteigen kannst. Voraussetzt, du kommst natürlich durch die Menschenmassen durch, weil es sind zur Hauptverkehrszeit. Gut, jetzt mittlerweile nicht mehr, es ist 18 Uhr. Ich glaube, unser Zug fährt auch gar nicht weiter bis Wuppertal, sondern fährt nur bis Düsseldorf und rückt dann ein. Heute. Aber, ja, wenn du durch die Menschenmassen dich durchquetschen kannst. So, da kommt wieder ein Kollege. Mit der S68. Das ist ein schöner Olympiatriebwagen. Würde ich auch gerne mal fahren. Aber den gibt es halt eben nicht zum Fahren. Sondern nur zum Zusehen, wie er fährt. So, Eller Süd bei 33,5. Aber habe ich noch ein bisschen Zeit? Ja, noch 500 Meter. Da vorne sind wir schon das Einfahrsignal. Oder? Ah, ne, ist ein Streckenblocksignal. Mein Fehler. Okay, wir sind schon über 140 drüber. Nächste Station. Schneller als Düsseldorf, Eller Süd.
Ausstieg in Fahrtrichtung links. Er ist ja nur für 140 zugelassen. Warum kann man dann damit mehr fahren? Ja, weil er nicht abgeriegelt ist. Aber warum? Es gibt das, dass Züge auch abgeriegelt sind wie Autos, aber die Zulassung ist einfach nur für 140 km/h. So was bei den ICE-4-Zügen ja auch so, dass die ursprünglich für 250 km/h zugelassen waren. Und durch ein kleines Software-Update hat man es dann machen können, dass man die für 265 km/h zulassen konnte. Ich habe wieder die Bremse einfach rausgenommen, weil ich war so, ja, ich bin doch langsam genug und jetzt wieder angefangen zu bremsen und... Ich guck mal bitte jetzt alle weg, okay? Und wenn ihr gleich in ein paar Sekunden eure Augen wieder aufmacht, stehe ich plötzlich am Bahnsteig, als wäre nichts geschehen. Und nein, ich rangiere nicht illegal. Und nein, ich rangiere hier nicht illegal in den Haltepunkt wieder rein. Ist auch nicht so, als ob Pascal das schneiden würde. Der einfach sämtliche Dinge, die er nicht hart drin haben will, einfach rausschneiden könnte. Einfach alles rausschneiden. Ihr kennt das ja, die ganzen vielen Hatze in diesem Projekt. Nee, der Schnittaufwand liegt eher bei den ganzen Ansagen, die hier reinwürfeln an die richtige Stelle, immer in der richtigen Reihenfolge. Das ist hier der Schnittaufwand. Sonst bleibt das ja natürlich uncut. Weil davon lebt ja eine Zugsimulation vom Paaren und da kann ich ja nicht das Paaren rausschneiden. Ja, einfach immer nur die Momente, wo wir an der Haltestelle ankommen. Genau. Den Rest kann man rauslassen. Von spannendem Ereignis zu spannendem Ereignis. Ich sollte mir angewöhnen, nach dem illegalen Rangieren noch den Vorwärtsgang wieder reinzumachen. Das wäre vielleicht so eine Idee. So, wir haben einen Vorankündiger für 100. Aber gut, unsere Bahnstrecke ist jetzt eh zu Ende und wir biegen jetzt dieses ganze Vorgeplänkel da von Düsseldorf Hauptbahnhof ein. Also jetzt da, wo jetzt alle Strecken da zusammenlaufen. Ne? Deswegen brauche ich auch gar nicht wirklich über 100 km/h hinausgehen. Und ein bisschen tue ich jetzt mal schon. Ich gehe mal so auf 110 km/h und bremse dann vorher ab. Die Geschwindigkeitsüberwachung kam ja jetzt gerade eben, wo ich noch unter 100 war. Da kann die mich ja auch nicht zwangsbremsen. So, jetzt haben wir hier 100. Und Vorankündiger für 80. Und nochmal Geschwindigkeitsprüfabschnitt und den 1000 Hertz Magneten. Für die 80. Also Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Nächste Station, Eisenbahn. Düsseldorf, Oberbilk. Richtung Solingen, bitte in die Linie S1 umsteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung und links. Und die überprüfe eben, wie lange brauchst du vom ersten Magneten bis zum zweiten Magneten. Und wenn du währenddessen bremst, während du zwischen den Magneten bist? Ja, dann bist du ja, es geht einfach nur darum, die Geschwindigkeit, die du berechnest. Und die Magneten sind nur so wenige Meter voneinander entfernt, da wirst du nicht groß zwischen bremsen können. Was war das jetzt? Ich hab mich ausgewundert, aber das war zum einen der Magnet, der überprüft hat, ob ich auf... Nee, das ist eigentlich kein Magnet. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich mit der 1000 Hertz Überwachung, das heißt, ich hätte innerhalb von 23 Sekunden auf unter 85 km/h kommen müssen. Weiß gar nicht, ob ich das überschritten hatte. Aber es sah mir so aus, als ob mich ein Magnet gebremst hätte. Und danach kam jetzt gerade eben noch ein gelbes Vorsignal. Weswegen ich jetzt eigentlich gar nicht hier losfahren dürfte. Weil ich darf nicht losfahren, wenn ich weiß, dass es das nächste Hauptsignal rot ist. Wenn ich das weiß, darf ich nicht mehr losfahren. Ich darf nicht gegen ein rotes Signal anfahren. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich die Fahrdienstleitung anrufen und mir per schriftlichen Befehl die Freigabe geben, dass ich jetzt Rangierfahrt zu dem roten Signal vorrücken darf. Da antworte ich mal jetzt gerade schon wieder, was illegal ist.
Ich drehe heute so. Ob du dann irgendwelche Punkte noch bekommst. Ich drehe die Eisenbahnbetriebsordnung heute so mit Füßen. Ne? Das ist schlimm. Und auch noch alles wissentlich. So, da kommt ja auch das dazu, was du unwissentlich machst. Da strömt schleicht eine ICE-2 gerade noch rum. Tastet ja mit seinen 3 km/h irgendwie vorwärts, weil der anscheinend auch rot hat. So, Düsseldorf-Oberbilk. Ja, plus 1 haben wir. So, jetzt habe ich immer schon mal grün, aber das nächste Vorsignal ist wieder gelb. Also irgendwie, ich taste mir gerade Blockabstand für Blockabstand nach vorne. Also ob vor uns irgendein Zug rumhängen würde und wir dem gerade hinterher schleichen müssten jetzt. Oh gut, solange wir im Zeitplan sind. Ja gut, wir haben plus 1, aber ja gut, würden wir pünktlich fahren, dann würden wir das uns wahrscheinlich gut ausbremsen. Naja, können wir nichts machen, die Fahrzeitung weiß schon, was sie macht. Wird auch einfach ein Zug vor uns, Verspätung oder irgendwas. Ich weiß ja nicht. Was du machst, das weiß ich auch nicht. War ich noch im restriktiven Modus drinne? Scheint so. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr auf die PZB-Lampen achten, was die mir sagen. Der Herzmagnet sollte ja nicht mehr aktiv sein, also der kann mich ja nicht gezwungen haben. Nächste Station, Düsseldorf, Volksgarten. Ich habe immer Ausstieg noch Geld. In Fahrtrichtung links. Oder haben wir eine Signalstörung? Drüben staut sich aber auch irgendwie, ne? Die stehen hier alle an irgendwelchen roten Signalen rum. Eine sehr unoptimal und ereignisreiche Folge. Die Probe ist heute so mit Füßen getreten. Schon mal auf unter 65 km/h gehen, also schon mal auf 60 gehen. Wird falls gleich der 500-Hertz-Magnet kommt, weil dann muss ich mich unter 65 sein, wenn der kommt. Das hier. Ah ne, jetzt habe ich grün. Jetzt habe ich grün. Schön zu wissen. Ach, aber jetzt da vorne ist wieder gelb. Oh, das ist wahrscheinlich das Einfahr-Vorsignal für Düsseldorf Hauptbahnhof. Ist das gelb? Ja, da steht's. Auch unser nächstes Signal ist das Einfahrsignal von Düsseldorf Hauptbahnhof. Ja, ich will das Signal auch noch sehen. Danke. Der Vorhalt ist ja schön, aber sehen wir auch noch gut. Na genau, das nächste, was da steht, ist ESIG für Düsseldorf Hauptbahnhof, deswegen ist das Einfahrvorsignal, also ja. Ja genau, das ist das Einfahrsignal hier und das ist das Ausfahrvorsignal und das ist ja gelb, weil das Ausfahrsignal rot ist. Um Gottes Willen, ich bin schon... Bisschen Gehirnmatsche gerade. Ja, jetzt sind wir bei plus 2 gelandet. Ich gehe mal aufs knapp über 60, wenn ich da gleich irgendwas sehen sollte, was mir 60 sagt, dass ich immer noch runterbremsen kann. Nächste Station, Düsseldorf Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den anderen S-Bahn-Linien und zum Regional- und Fernverkehr. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ihre S-Bahn Rhein-Ruhr. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das ist ein IC3 auf jeden Fall, der hier steht.
gerade eben war auch ein IC treiben, den wir parallel eingefahren sind. So, und da sind wir auch in unserem Zielort der Bestimmung angekommen. So, 22 soll es hier wieder rausgehen. Oh, guck mal, plus 1 haben wir jetzt nur noch als bei der Einfahrt gehabt. Es läuft doch. So, wir haben jetzt gleich doch noch ein Stück weiterfahren dürfen bis zum Aus. Nee, bis zum Ausfahrsignal nur. Geht's? Okay, dann werden wir wahrscheinlich 22 erst den Bericht bekommen. Na genau, aber wir enden ja hier auch. Weil wenn die Züge, die dann noch hier über den Hauptbahnhof, über den Hauptbahnhof hinausfahren, da fährt man immer noch dann ein kleines Stückchen weiter auf der Strecke. Ist ja so auf der Bahnstrecke so gemacht. Da wir enden, müssen wir nicht weiterfahren, sondern nur rückvorspulen, bis die Auswertung kommt. Das ist genau jetzt der Fall. Erstmal den Fahrtenschreiber. Ja, hier waren wir mal ein bisschen zu schnell, hier waren wir auch wieder zu schnell. Ansonsten, so, und die Zwangsbremsungen, die ich hatte, das war das erste Mal tatsächlich, dass ich zu schnell war und nicht die 85 km/h erreicht hatte, rechtzeitig, doch wie ich dachte. Und es lag nicht an einem Magneten. Und das zweite war, ja, ich habe die 45 km/h überschritten, weil ich hatte 1000 Hertz Überwachung mit restriktivem Modus. Ja, okay. Wir haben ein Haltesignal überfahren, das ist richtig. Wir haben zwei Zwangsbremsungen, das ist auch richtig. Wir haben einen Halt verpasst, weil wir durch den komplett durchgefahren sind, das ist auch richtig. Wir sind einmal zu früh abgefahren. Dreimal habe ich zu stark gebremst. Wir hatten eine durchschnittliche Verspätung von 0 Minuten und eine maximale Verspätung von 2 Minuten. Und ich habe 100% Abzug für Geschwindigkeitsüberschreitung bekommen. Allein schon. Also in den Geschwindigkeitsüberschreitungen ist eh was so eine Sache. Ich war zweimal ein kleines Stück zu hoch, bis auf 130 km/h. Nicht schön, 130. Aber nicht gleich Grund für 100% Abzug. Aber gut. Naja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das Gründe sind, weshalb man in der Prüfung durchfällt oder so. Ja, das auf jeden Fall. Dass das darauf ausgelegt ist? Auf, ja, das kann ich mir natürlich auch vorstellen. Wie viel Prozent du in der Prüfung verkackt hättest. Aber es geht einfach nur darum, dass es manchmal einfach sehr random ist, in die Geschwindigkeit zu schalten. Ja, ich hatte es ja auch schon mit, dass ich mehrfach zu schnell war und dann einfach nur 20% Abzug bekommen habe. Während ich jetzt zweimal zu schnell war und das auch unter 10 km/h zu schnell oder so. Ja gut, war eine ganz nette Folge, würde ich sagen. Dann danke fürs Zusehen und man sieht sich dann nächste Woche zur nächsten Folge wieder, ne? Tschüss. Tschüss.